Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Instatalk. Gebt dem Video schon mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Es gibt wieder mal Drama um Phyllis. Phyllis hat in ihrer Instagram-Story ein Bild von einem Labor hochgeladen, da Labortag war. Nun ist aufgeflogen, dass dieses Bild von Pinterest heruntergeladen war. Phyllis war also nicht wirklich in diesem Labor. Als dies bekannt wurde, hat sie das Bild wieder gelöscht, um am nächsten Tag aber wirklich im Labor ein Statement abzugeben. By the way, ich habe gestern unser Labor nicht gepostet, weil einfach zu viel im Weg stand. Es werden 5 neue Produkte getestet und produziert. Das Team war im Labor und bevor ich ins Labor gegangen bin, habe ich mein Selfie und das Laborfoto Pinterest Inspo gepostet und mein Handy ins Schließfach gelegt, um mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Das Produzieren von Produkten, nicht Content. Mein Job ist die Produktentwicklung und diese wird in unserem Labor durchgeführt. Dennoch danke ich euch, dass ihr mir jedes Mal so viel Aufmerksamkeit schenkt und eure Zeit nutzt, um mich zu kritisieren. So kommt ihr im Leben definitiv nicht weiter und werdet ein Leben lang aus eurem Zimmer zusehen müssen, wie weit es andere Frauen schaffen, die deren Zeit effektiv benutzen und für ihre Träume hart arbeiten. Hashtag mein Beileid. Kleiner Reminder, mein Hauptjob war noch nie Instagram. Ach so. Ich bin hier, um Frauen zu motivieren, deren Träume zu verwirklichen, um zu zeigen, dass jeder alles erreichen kann, wenn er sie nur möchte. Ich sitze weder 24 Stunden am Handy oder erstelle 24/7 Content für Instagram. Ich manage mein Familienleben, manage mein Unternehmen, kümmere mich um meine Kapitalanlagen und plane und arbeite an meiner Zukunft und an meinen Träumen. Ich bin 25 Jahre alt und weiß ganz genau, wo ich hin möchte und was meine Ziele sind in meinem Leben. Daher komme ich auch voran. Ich denke, einige sollten sich über deren eigenes Leben Gedanken machen und deren Zeit nutzen, um im Leben weiterzukommen, um Fortschritte zu machen, anstatt andere Menschen negativ zu beeinflussen oder zu kritisieren. Ach ja, und an alle, die noch nie ein Labor besucht haben, können gerne mal rumkommen. Das gesamte Statement beiseite gestellt, erklärt es immer noch nicht, warum sie Bilder von Pinterest als ihre eigenen ausgibt.